Heute nehme ich euch mit in die Steiermark, nicht auf den Mont Blanc, sondern auf den Melon Blanc, ein Brut IPA von Noom. Und ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Die Auflösung kommt für euch und für mich, wenn ihr dran bleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid bester Gesundheit. Das ist ja zurzeit das Allerwichtigste. Und wichtig sind natürlich auch, um die Moral ein bisschen oben zu halten, kleine Genüsse. Und davon gibt es jede Menge hier auf dem Kanal. Fast 1700 haben wir jetzt schon geschafft. Und wenn ihr Interesse daran habt, dann lasst doch vielleicht gerade ein Abo da. Es gibt immer noch einige von euch, die da noch nicht mit Abonnenten sind. Und ihr unterstützt nicht nur mich, sondern kriegt auch immer regelmäßig Infos, wenn es neue Videos wie das hier gibt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und fürs Abonnieren vor allen Dingen und freue mich, euch das Melon Blanc von Noom aus der Steiermark vorstellen zu können. Die haben gerade angekündigt, dass sie ihr erstes eigenes alkoholfreies Bier gemacht haben. Da muss ich sagen, Chapeau, das ist brautechnisch und auch von der Rezeptführung nicht ganz so einfach. Und ich glaube, das werde ich mir dann auch demnächst mal versuchen zu besorgen. Aber jetzt noch ein Brut IPA mit 6,2 Volumenprozent, also nicht alkoholfrei, ganz und gar nicht. Und bei dem Namen Melon Blanc ist eigentlich schon fast alles gesagt, was die Zutaten angeht. Hüllmelon und Hallertauer Blanc als Hopfensorten und Brut IPA ist klar, sehr hoch vergoren, sehr trocken, sektähnlich, weinähnlich. Ja, und Maisflocken sind noch mit drin. Also, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, Noom, ne? Ich halte ihn noch in Ehren und werde mich immer daran erinnern, dass ich nicht gemerkt habe, dass das Moon spiegelverkehrt ist. Aber gut, es gibt Dinge, die bleiben einem dann auch irgendwie. Ich habe das Bier jetzt mal so auf 6 bis 8 Grad runtergekühlt oder aufgewärmt wieder aus dem Kühlschrank. Wir haben ein schönes, ja, bisschen blasseres Gelb. Minimale Trübung, ein, zwei Finger breiter schneeweißer Schaum oben drauf, der ja ganz leidlich im Glas hängen bleibt. Wenig Kohlensäure innen drin. Schauen, was die Nase sagt. Oh, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Boah, ist also eine schöne, kräftige Maracuja-Note. Super frisch, ein bisschen Limette. Floral und im Hintergrund ist sogar ein bisschen Honigmelone. Ja, kann man machen, sollte man vor allen Dingen trinken. In diesem Sinne, cheers. Oh, Heidewitzka. Boah, also, oh, das ist echt schön trocken, das knirscht. Aber richtig gut. Ich mag diesen Bierstil eigentlich tatsächlich gerne, weil er nicht nur Brücken baut, sondern eben auch mal so was ganz Außergewöhnliches ist und nicht so häufig gebraut wird. Es ist auch mal eine schöne Erholung von diesen ganzen Double IPAs und Hazy und irgendwas drum und dran. Sondern ich finde, Brut IPAs sind wirklich schöne IPAs, die nicht zum Durstlöschen da sind. Dafür sind sie halt einfach von der Bestimmung her einfach zu trocken, aber es ist ja ein schöner Trinkgenuss und showcased dann halt auch die Hopfensorten, aber eben auch was sonst brautechnisch gemacht wurde und in dem Fall muss ich sagen, sehr, sehr gut gelungen. Hat eine angenehme Bittere, wie viel es ist, weiß ich nicht, aber wieder ein bisschen Maracuja mit dabei, sehr trocken, Zitrusfrucht mit am Start, schönes, helles Malz, das ist richtig eine schöne, angenehme, getreidige Note, auch der Hopfen sehr frisch, insgesamt das Bier sehr frisch und ich muss sagen, hat auch eine leichte Süße erstaunlicherweise, obwohl das so trocken ist. Eigentlich schließt sich das aus, aber es hat tatsächlich so ein bisschen so eine süße Note drin. Aber es ist tatsächlich, das Bier lebt irrsinnig von dieser Frische, gerade eben mit dieser Maracuja-Zitrusnote. Melone, muss ich sagen, war in der Nase, ist jetzt im Trunk relativ,
relativ nicht vorhanden oder relativ gut getarnt zumindest. Und es hat eine richtig schöne spritzige Kohlensäure. Also da sind wir dann wieder bei diesem Thema Sekt angekommen. Ein mittlerer bis eher schlanker Körper und richtig schön knackig hinten von der Textur her auch und vom Mundgefühl. Es ist einfach irrsinnig trocken. Das muss man mögen, das ist mir schon durchaus bewusst. Aber es haben einige Brauereien vorgemacht. Kehrwieder zum Beispiel waren, glaube ich, eine der ersten in Deutschland, die so ein richtig schönes, knackiges Brut-IPA auf den Markt gebracht haben. Und in Österreich, muss ich sagen, fallen mir jetzt gar nicht so viele ein, außer eben hier das Menon Blanc von Noom. Aber wird es auch geben, ist wahrscheinlich jetzt nur gerade meiner Senilität geschuldet. Und es wird nach hinten gefühlt immer trockener. Zitrusfrucht bleibt und es ist tatsächlich auch mit so einer leichten Säure, aber wie man es halt eben auch vom Wein her kennt. Also, ja, jetzt werden sich die Geister scheiden. Ich muss sagen, Menon Blanc, ich mag das sehr, sehr gerne und deshalb gibt es 4 von 5 möglichen Punkten für das Menon Blanc von Noom, das Brut IPA. Und bin mir sicher, das nächste wird dann das alkoholfreie sein. Die Jungs haben es offensichtlich wirklich drauf und lustige Geschichte, wenn ihr mal vielleicht meine ganzen Noom-Videos gesehen habt. Wir haben uns vor 2 Jahren, glaube ich, war es bei 1050 kennengelernt und da haben sie gesagt, ne, wir machen eine Kleinbrauerei in der Steiermark auf. Ich habe mir gedacht, no, viel Spaß, aber die Jungs haben ernst gemacht und da kommt richtig viel gutes Bier her. Und es ist auch eine Brauerei, die man natürlich zurzeit besonders unterstützen sollte, haben einen tollen Online-Shop. Also geht einfach mal auf Noom, Kreativbrauerei. Bei Google findet ihr die auf jeden Fall und dann verlinke ich euch die auch nochmal hier im Video. Und vielleicht habt ihr auch Lust auf das ein oder andere Bier aus deren Online-Shop. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, servus, Prost und Ahoi. Cheers.